Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mittwochsspezial. Und ihr könnt es heute schon sehen, ich habe wieder was von Yu-Gi-Oh! Ein Display Legendary Duelist Synchro Storm in der deutschen Ausgabe und ersten Auflage. Warum? Ja, ich habe mal wieder Lust gehabt, was von Yu-Gi-Oh! Zu öffnen. Und außerdem soll es hier pro Display eine Ghost Rare geben. Und das waren damals, als ich das noch aktiv gesammelt habe, so ziemlich meine, ja, Lieblings-Rare-Karten. Ich weiß nicht, ob es die aktuell immer noch gibt. Ich habe, ja gut, ich habe das jetzt auch lange nicht mehr verfolgt mit Yu-Gi-Oh!, muss ich gestehen, ne? Also, ich hoffe, das Display ist noch original verschweißt. Wir haben hier noch die Konami-Folie, aber wir haben hier von der Seitenlasche quasi das, was da umgeklappt wird. Das ist hier zwischengerutscht. Normalerweise dürfte das ja nicht passieren, weil ja der Deckel eigentlich bloß oben rumgeklappt wird. Bevor ich die Folie abmache, zeige ich euch jetzt hier nochmal schnell alle Seiten. Wir haben 5 Karten pro Booster-Pack. Ja, Yu-Gi-Oh! Typisch wenig, finde ich. 36 Booster müssten hier drin sein. Wir werden wieder alle öffnen, bis auf einen, den ich in meine Booster-Sammlung packe. Das gesamte Set besteht aus 29 Common-Karten, 10 Rare-Karten, 8 Super-Rare-Karten und 9 Ultra-Rare-Karten und eine Karte auch als Ghost Rare verfügbar. Wenn ich mich jetzt nicht täusche und wenn sich das nicht geändert hat, dann sind Common-Karten sowieso ohne Holo und ohne irgendwelche Glitzerschriften. Rare-Karten haben Goldschriften. Zumindest war das damals so, als ich es gesammelt habe. Super Rare Karten haben normale Schrift, aber dafür ein Holo-Bild. Und Ultra Rare Karten haben dann quasi beides, ne? Also ich glaube, da war die Schrift auch hologrammmäßig so leicht und die haben auch ein Holo-Bild gehabt. Ja, und ansonsten der übliche Text hier, yugiohcard.com. Nähere Informationen zum Trading Card Game gibt es auf dieser Seite. Ja, und die Inhaltsangaben ohne Gewähr, das ja typische. Bla bla bla. So, gut, Folie machen wir mal immer ab. Es sieht ja auch so ein bisschen mitgenommen aus, ne? Also ich hoffe wirklich, dass das bloß Lagerspuren sind. Dass das Ding jetzt hier nicht schon mal geöffnet wurde und dann wieder neu verschweißt. Dieses Set gibt es aktuell auch für wenig Geld. Also wer mal wieder Bock hat, Yu-Gi-Oh! Zu öffnen, sucht mal ruhig danach. Da könnt ihr meiner Meinung nach eigentlich nichts verkehrt machen. So. Gut, da haben wir es. 36 Booster sollen hier drinne sein. Ich werde die alle rausholen und dann mal einmal zählen, dass wir hier nicht beschummelt werden. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Die Seite stimmt schon mal. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Jawohl. Meine Frau meinte, ich soll den 22. Booster wegpacken. Das war ja jetzt Stapel 1 bis 18. 19, 20, 21, 22. Der bringt Glück. Und ja, ich schau mal kurz, ob der okay ist soweit, aber das sieht gut aus. Hier habt ihr noch mal einmal das Artwork. Legendary Duelist Synchro Storm. 5 Karten pro Booster Pack. Und wie gesagt, es ist die deutsche Ausgabe, erste Auflage. Und ja, dann packe ich den mal beiseite und ich würde mal sagen, wir legen los. Die wertvollste Karte in diesem Set ist die Blumenbaronin, soll aber eine unglaublich niedrige Pullrate haben. Also das ist unwahrscheinlich, dass wir die hier ziehen. Falls ich die ziehen sollte, da würde ich mich natürlich drüber freuen. Gar keine Frage. Aber ja. So, wir haben 5 Karten. Und was ich auch faszinierend finde, ja, Yu-Gi-Oh! Gibt es ja jetzt seit, war das seit 1996? Bin mir nicht ganz sicher, aber wenn man sich mal überlegt, das sind ja nun mittlerweile 26 Jahre, ein Vierteljahrhundert und das Kartendesign von Yu-Gi-Oh! Hat sich überhaupt nicht verändert in dieser Zeit, ne? Ich meine, klar, es gibt neue Arten von Karten, Panel-Monster, Link-Monster und hast du nicht gesehen, aber wenn ihr jetzt eine Karte von 1996 nehmt,
und die jetzt hier neben ein Effektmonster packt. Also zwei Effektmonster jetzt, ja, eins von 96 und eins eben hier aus diesem Set von 2020. Da gibt es keinen Unterschied. Ja, die Anordnung, das Design, das ist halt immer noch dasselbe, ne? Da staune ich. Andere Kartenspiele, Magic und was weiß ich, was da noch so alles gibt, die haben ja im Laufe der Jahre das Design wirklich mehrmals geändert. Und ja, Yu-Gi-Oh! Halt immer noch so gleich geblieben wie damals, ne? So, gut, erste Karte. Mariamne, der wahre Drachophönix. Ja, und das ist auch Yu-Gi-Oh! Typisch. Die Namen sind manchmal wahre Zungenbrecher. Hier dran erkennt man übrigens auch, wer es nicht weiß, dass das erste Auflage ist. Dieses kleine Holo-Bildchen hier unten ist dann nämlich goldfarben. Wenn ihr die unlimitierte Edition habt, dann ist das silberfarben. Und außerdem steht hier unten auch nochmal erste Auflage. Gut, gehen wir mal weiter. Geschwindigkeitsroid Denden Daiko Duke. Geschwindigkeitserholung. Oh, Leute. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Gleich im ersten Booster schon die wertvollste Karte aus dem Set. Blumenbaronin. Erste Auflage. Nice. Also wirklich nice. Ich habe jetzt nicht mal eine Hülle hier, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich die ziehe tatsächlich, ja. Wir lassen die mal ganz vorsichtig hier liegen. Ja, da ist er. Also, gut. Blumensynchronisierer ist dann hier noch die Rare-Karte. Sehr, sehr nice. Also das hat sich ja schon mal gelohnt. Die könnte ich theoretisch verkaufen. Dann hätte ich den Displaypreis bei weitem wieder drin. So. Ah, ich habe das damals so geliebt, ja. Ich habe Tin-Dosen von Yu-Gi-Oh! Ohne Ende gehabt und ich habe versucht, da immer jedes Set zu sammeln. Damals war es ja noch möglich, als ich das aktiv gesammelt habe. Ja, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Yu-Gi-Oh! Sets gibt es eigentlich. Die Experten von euch können das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich bin da raus. Also, so, Lyrik-Liedervogel, Saphirschwalbe. Dann Geschwindigkeitsruid Terrorkreisel. Geschwindigkeitsruid Rotaugenwürfel. Geschwindigkeitsruid Murmelmaschine. Also ich möchte auch auf jeden Fall unbedingt die Ghost Rare haben. Es soll ja eine pro Display geben. Ich hoffe, dass die nicht in dem weggepackten Booster hier liegt. So. Und wir haben Banner der Revolution als Rare-Karte. Ja, machen wir mal so. Der Tisch wird nachher hier eh voll sein. Die Blumenbaronin, meine Güte. Also, das, die habe ich ja hier zu liegen. Das nenne ich wirklich mal Glück. Geschwindigkeitsruhe, Zwillings-Jojo. Endlich frei. Geschwindigkeitsruhe, Taketomborg. Geschwindigkeitsdrift und Lyrik-Liedervogel Beryl-Kanarienvogel. Oh, meine Güte, wer denkt sich die Namen aus, ne? Ich meine, gut, bei der Anzahl an Karten, da können einem schon mal die Ideen ausgehen langsam, die es mittlerweile gibt. Ach, stellt euch mal vor, ich hätte den ersten Booster beiseite gepackt, wie ich das sonst üblicherweise immer mache. Ne? Hätten wir die Blumenbaronin nicht gezogen. Ich komme da auch gar nicht drüber weg. Ich hoffe auch, das ist die, nicht, dass es da zwei Varianten gibt. So, Lyrik-Liedervogel Kobaltsperling. Dann haben wir Stachelschraubenigel. Lyrik-Liedervogel Saphirschwalbe hatten wir ja schon mal. Geschwindigkeitsruid Zwillings-Jojo hatten wir auch schon. Und Hochgeschwindigkeitsruid Segeldrachling. Ja, sehr schön. Maschine-Synchro-Effekt. Ich habe Yu-Gi-Oh! Habe ich damals auch tatsächlich aktiv gespielt. Aber auch nur, ja, so die ersten Sets lang. Ne? Also da gab es auch noch keine Synchro, keine Pendel und keine Link-Beschwörungen und sowas alles. Ja. Synchro-Entdecker. Unbekanntes Synchron.
Mittlerweile ist das ja so komplex geworden, dieses Spiel. Da, ich weiß gar nicht, ob ich da noch durchblicken würde. Geschwindigkeitsruid Rotaugenwürfel, Geschwindigkeitsruid Turbo und Geschwindigkeitsruid Verdoppelungstor. Ja, jede Menge Rare-Karten bisher. Aber unser Highlight liegt ja auch schon auf dem Tisch. So, Geschwindigkeitsruid Taket Tomborg. Todesblume. ATK 0 und Defensiv 0. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, du kannst eine Blumenzauberin als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Okay. Z1 oder Z, nee, Z1. Ohne wird ja mit H geschrieben. Mariamne, der wahre Drachenphönix. Und Blumensynchronisierer nochmal als Rare-Karte. Den hatten wir ja schon. Blumenzauberin. Ich finde das auch schade, dass hier immer so wenig Karten im Booster sind. Hochgeschwindigkeitsruid Chanbara. Unbekanntes Synchron-Entdecker. Und Totemvogel. Ja. Auch eigenartig, dass diese Karte jetzt hier gespiegelt dargestellt ist, ne, von den Sternen her und geflügeltes Ungeheuer XYZ-Effekt. Ja, gut. Wie gesagt, da bin ich auch schon raus. Also da könnte ich jetzt nicht mal sagen, was das für eine Karte ist, wie man die beschwört. Geschwindigkeitsruid Terrorkreisel. Lyrik-Liedervogel Türkispatz. Nee, Türkisspatz. So. Türkisspatz. Nochmal die Todesblume. Necrosynchron in. Was war das jetzt? Ultra Rare? Oder. Wollte man das nochmal zustehen? Ja, Ultra Rare. Sehr nice. Es kommt aber noch eine Karte. Lyrik-Liedervogel, Beryl-Kanarienvogel. So, sehr, sehr schön. Dann packen wir die mal dahin. Könnt das noch alles gut erkennen. Ich glaube nicht, dass wir so viele so viele Ultra-Rares hier bekommen. Ne, den Stapel lasse ich mal hier. Dann könnt ihr das auch besser sehen. Aber wir haben ja noch über die Hälfte, ne? Also von daher. Ich wollte eigentlich nebenbei Card Market öffnen hier, damit ich mir nochmal die seltensten drei Karten angucken kann. Obwohl, das kann ich ja nebenbei machen, dann kann ich das nachher beim Rendern, schneide ich das dann eben raus. So. Kachelansicht, bitteschön. Gut, die Blumenbaronin. Ich guck mal jetzt, ob das hier wirklich die ist, die ich habe. Nummer 24. Das ist tatsächlich die wertvollste Karte im Set, ne, die ich hier habe. Also Blumenbaronin, wertvollste Karte. Dann die zweitwertvollste ist Kristall-Glasflügel-Synchro-Drache in Ghost Rare. Das wird auch die einzige Ghost Rare sein. Und dann gibt es den auch nochmal in Ultra Rare. Das ist dann, aber ja gut, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Die ist bloß noch 1,50 wert, beziehungsweise ab 1,50 € wird die hier angeboten. Ja, gut, machen wir mal weiter. Also Geschwindigkeitsruid Taket Tomborg. Dann Geschwindigkeitsruid Pferdestelzen. Geschwindigkeitserholung. Und Weißes Ross der Blumenritter. Haben wir hier eine schöne Super Rare. Und das ist tatsächlich so geblieben, wie ich gesagt habe, ne? Die hat dann eben keine farbige Schrift, sondern nur ein Holobild. Ja, also nur ist ja auch ist eine schöne Karte. Und dann haben wir hier nochmal Lyrik-Liedervogel Phantomfedern. So.
Haben auch schon lange kein Display mehr geöffnet hier auf meinem Kanal, ne? So, der Sternenstaubkrieger. Geschwindigkeitsruid Murmelmaschine. Mariamne, der wahre Drachophönix. Geschwindigkeitsruid Take Tomborg. Und Synchro-Dilemma. Lyrikliedervogel Kobaltsperling. Sternenstaub-Sturmkrieger. Eilkrieger. Stachelschraubenigel. Und Hochgeschwindigkeitsruid Segeldrachling. Den hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja, da liegt der. Geschwindigkeitsruid Denden Daiko Duke. Gyldus Gefiederter Stift. Tornadodrache. Lyrikliedervogel Türkis Spatz und Banner der Revolution. Haben wir auch schon mal gezogen. Ja, es sind natürlich nicht so viele Karten in diesem Set. Ich glaube 56 insgesamt. Da werden wir dann nachher viele Doppelte haben. Geschwindigkeitsruid Rotaugenwürfel. Geschwindigkeitsdrift. Lyrikliedervogel Kobaltsperling. Hochgeschwindigkeitsruid Chanbara. Und Geschwindigkeitsruid Verdoppelungstor. Das haben wir aber auch schon gezogen. Lyrikliedervogel, vortragender Star. Mariamne, der wahre Drachophönix. Gyldos, gefiederter Stift. Geschwindigkeitsruidrad. Und das ist eine Super Rare. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Super Rare übersehen, weil bei dem Holo-Bild sieht man das nur sehr, sehr schwach. Und wir haben hier noch einmal Lyrikliedervogel, Beryl Kanarienvogel. Müsste ich... Ach, Mann. Ja, da geht's schon los, ne, mit dem Falschsortieren hier. Müsste ich eigentlich nachher den Stapel hier nochmal durchgucken. Aber nicht jetzt. So. Edler Ritter Johanna. Lyrikliedervogel Saphirschwalbe. Geschwindigkeitsruid Zwillingsjojo. Hochgeschwindigkeitsruid Chanbara und Lyrikliedervogel Phantomfedern. So, die ersten 16 Booster, mit dem ist ja dann 17, nee Quatsch, doch, aus dem Stapel habe ich ja den rausgenommen, den wir weggepackt haben. Genau, dann ist das jetzt hier der 16. Booster, also wir haben jetzt fast die Hälfte erreicht. Geschwindigkeitsdrift, Gyldos gefiederter Stift, Edler Ritter Johanna, dann Geschwindigkeitsruid Murmelmaschine haben wir auch schon mal gezogen und Lyrik-Liedervogel versammelte Nachtigall. Ja, sehr nice. Gehen immer so schwer auf, weil hier so wenig Karten drin sind. Der Eilkrieger. Lyrikliedervogel Türkis, Spatz. Geschwindigkeitsruid, Terrorkreisel. Oh, wieder eine Ultra-Rare. Lyrikliedervogel, oh Gott, Coelestinstelze. Coelestinstelze. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Und wir haben dahinter noch ein Banner der Revolution. Der kommt natürlich dahin. So, Halbzeit.
Machen wir den Common Stapel mal hier rüber. Dann fangen wir hier einen neuen an. Dann ist der nachher nicht ganz so hoch. Ja, Z1. Geschwindigkeitsrui Take Tomborg. Unbekanntes Synchron. Geschwindigkeitsruid Auturbo und Hochgeschwindigkeitsruid Segeldrachling. Haben wir alles schon gezogen? Ich hoffe wirklich, dass die Ghost Rare noch dabei ist, ne? Dass ich die nicht in dem weggepackten Booster habe. Das wäre für mich schlimm. Geschwindigkeitserholung. Sternstaub Sturmkrieger. Blumenzauberin, Tornadodrache und nochmal der Blumensynchronisierer. Ja, den hatten wir aber auch schon. Synchronentdecker. Geschwindigkeitsruid Terrorkreisel, Sternenstaubkrieger, Blumenflorett, eine Super Rare, sehr, sehr nice. Super Rare haben wir, Alter, habe ich was falsch gemacht, du kommst dahin. Super Rares haben wir hier. Und dann haben wir noch Lyrik, Liedervogel, Phantomfedern, alles schon gehabt. Endlich frei. Die haben wir noch nicht gezogen, oder? Die kommt mir jedenfalls nicht bekannt vor. Lyrikliedervogel, vortragender Star. Gildos, gefiederter Stift. Eilkrieger. Banner der Revolution. Und ja, das war's. Geschwindigkeitsruid Rotaugenwürfel, Todesblume, Geschwindigkeitsruid Denden Daikoduke, Sternenstaubkrieger und Synchro Dilemma. Blumenzauberin, Sternenstaub Sturmkrieger, Lyrik Liedervogel Kobalt Sperling, oh nice, wieder eine Ultra Rare, Blumenweiser, die sind hier auf der Liste gar nicht drauf, also da staune ich wirklich, ne? Und die meisten von denen, die hier, doch hier, nee, ja doch, Blumenweiser. Die geht mit 4 Cent geht die los, ne? Also, ist ein bisschen schade. So, was kommt hier noch? Totemvogel. So, richtig sortieren. Du kommst dahin und du kommst dahin. Jetzt haben wir hier natürlich bald, wenn das so weitergeht, nicht mehr so viel Platz. Eigentlich müsste ich die hier unter die Blumenbaronen, weil das sind ja hier alles Ultra-Rares. So, und dann packe ich euch mal dahin. Kann man das immer noch alles schön sehen hier. Endlich frei. Z1. Geschwindigkeitsruid Zwillingsjojo. Lyrikliedervogel Saphirschwalbe. Und Lyrikliedervogel Phantomfedern. Ja, hier wird es langsam auch ein bisschen eng mit den Rare-Karten. Aber gut, wir haben ja in jedem Booster eine Rare-Karte. Mindestens eine Rare. Blumenzauberin. Geschwindigkeitsruid Pferdestelzen. Edler Ritter Johanna. Ja, und dann nochmal eine super Rare hier. Lyrikliedervogel Vogelparadies. Ist aber auch ein schöner Effekt, ne? Also die gefällt mir gut.
Und Blumen Chevalier. Cavalier? Heißt das? Ist das die Schreibweise von Cavalier? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Wort Chevalier sonst auch nicht. Ja. Vielleicht ist es ja Cavalier. So, Geschwindigkeitsruiden Daiko Duke. Geschwindigkeitsruid Outturbo. Lyrikliedervogel vortragender Star. Der Stachelschraubenigel und Synchro Dilemma. Also ich hoffe wirklich, dass wir die Ghost Rare noch ziehen. Ne? Also das ist nicht mehr viel hier. Ich habe jetzt schon langsam so meine Zweifel. Geschwindigkeitsdrift. Todesblume. Geschwindigkeitsroid. Zwillingsjojo. Eilkrieger. Und Totenvogel. Ja, auch schon da gewesen alles. Sieht man ja hier. Unbekanntes Synchron. Edler Ritter Johanna. Geschwindigkeitsruid Pferdestelzen. Weißes Ross der Blumenritter. Eine Super Rare. Sehr schön. Und dann haben wir hier nochmal Lyrik, Lieder, Vogel, versammelte Nachtigall. Es kann natürlich auch sein, dass wir die Ghost Rare jetzt in diesem Display gar nicht mehr ziehen, weil ich die Blumenbaronin hier drin hatte. Ne? Ich weiß es nicht, wie da die Verteilung ist. Ich hoffe natürlich nicht, weil ich möchte unbedingt wieder eine Ghost Rare haben. Lyrikliedervogel, vortragender Star. Sternenstaub Sturmkrieger. Hochgeschwindigkeitsruid Janbara. Necrosynchron. Den haben wir doch jetzt zum zweiten Mal schon gezogen. Ne? Genau, den hatten wir ja hier schon einmal. Wieder eine Ultra Rare. Und dahinter Lyrik, Liedervogel, Phantomfedern. Ja. Und jetzt müsste ich hier mal mit den Rare-Karten weitermachen. Weil in der Mitte ist kein Platz mehr. Geschwindigkeitsruid Outturbo. Geschwindigkeitsruid Pferdestelzen. Geschwindigkeitsruid Denden Daiko Duke. Stachelschraubenigel und Blumensynchronisierer. So, noch 5 Booster. 5. Lyrikliedervogel Türkis Spatz. Synchronentdecker. Geschwindigkeitsruid Murmelmaschine. Geschwindigkeitserholung. Blumen. Ich sag jetzt einfach mal Kavalier. Eieieiei. Geschwindigkeitsruid Terrorkreisel. Z1. Synchronentdecker. Endlich frei. Und nochmal der Blumenkavalier. So, die letzten 3 Booster und ich habe noch keine Ghost Rare. Ja, eigentlich die Karte, weshalb ich mir dieses Display gekauft habe. Tornadodrache. Geschwindigkeitsruid Rotaugenwürfel. Mariamne, der wahre Drachenphönix. Geschwindigkeitsruid Denden Daiko Duke. Und Lyrik Liedervogel Beryl Kanarienvogel.
Das wird bitter, wenn ich die nicht ziehe. Ich meine, gut, ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, komm, was willst du? Du hast die Blumenbaronin gezogen. Ja, stimmt. Ihr habt ja recht. Aber trotzdem hätte ich gerne Ghost Rare gehabt, ne? Geschwindigkeitsruid Take Tomborg. Geschwindigkeitserholung. Lyrik-Liedervogel Saphirschwalbe. Da haben wir hier nochmal eine Super Rare, die haben wir auch noch nicht gehabt. Geschwindigkeitsruid Ultra Jagdhund. Und die der Blumensynchronisierer. So, das letzte Pack. Das letzte Booster Pack. Ja. Das mache ich mal auf Force of Will Art auf. Wenn das überhaupt geht hier. Vielleicht bringt es mir Glück. Vielleicht hätte ich auch das, den weggepackten Booster öffnen sollen, ne? Vielleicht ist da die Ghost Rare drin. Aber jetzt ist zu spät. So. Z1. Ich will hier mal Ozone sagen. Geschwindigkeitsruid Terrorkreisel. Geschwindigkeitsruid Rotaugenwürfel. Ich nehme jetzt mal die von ganz hinten. Das müsste ja eine Rare sein, ne? Komm. Da haben wir Synchro-Dilemma. Das ist die Rare, die ganz hinten steckte. Und jetzt könnte theoretisch die Ghost Rare kommen. Wir werden es gleich sehen. Nee, die Ghost Rare müsste eine weiße Karte sein. So wie die Blumenbaronin auch. Die Blumenweise. Ja, aber immerhin nochmal eine Ultra Rare, ne? Ich glaube, die haben wir auch doppelt jetzt hier. Ja. Also. Von den Ultra Rares, da haben wir zwei doppelte. Die Blumenweise und Necrosynchron. Ja, aber das Highlight in diesem Set ist ja nun mal die Blumenbaronin, ne? Also. Oh, ich traue mir die hier gar nicht hochzunehmen, aber ich zeige euch die jetzt natürlich hier nochmal. Die kommt auch gleich in eine Hülle und in meinen Sammelordner. Sehr, sehr nice. Ich habe echt gedacht, ich gucke nicht richtig, als ich die aus dem ersten Booster gezogen habe. Ne? Finde ich total cool. Ja, schade, dass ich die Ghost Rare nicht habe. Also das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen. Ich habe zwar noch einen Booster, aber den will ich nicht aufmachen. Der kommt ja in meine Booster-Sammlung. Vielleicht ist das dann eben ein Booster, wo eine Ghost Rare enthalten ist. Gut. Wir werden es nie erfahren. Ich werde den nämlich niemals öffnen. Ja, ich fand das total cool, mal wieder Yu-Gi-Oh! Karten zu öffnen. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielleicht kommt da nochmal ein Display. Vielleicht hole ich mir nochmal ein zweites davon. Ich will unbedingt eine Ghost Rare ziehen. Ja, mal schauen. Ich will jetzt nichts versprechen. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.